Heute wird es spannend für alle, die kreative Hobbys lieben, die es lieben, zu zeichnen, zu malen, Collagen zu kleben, Journal zu schreiben, die es aber letztendlich nicht schaffen, diese ganzen Sachen so häufig in ihren Alltag zu integrieren, wie sie es gerne hätten. Die immer mal wieder denken, ach, das mache ich mal dann und dann, oh, das würde ich eigentlich gerne mal machen, es aber nicht schaffen, regelmäßige Auszeiten, kreative Sessions in den Alltag zu integrieren. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann bist du hier absolut richtig. Willkommen zurück bei Kreativgefühl. Ich bin Sina und heute wird es sehr, sehr spannend. Denn ab heute öffnet die Anmeldung für das 4-Wochen-Programm Deine kreative Auszeit und ihr habt eine Woche lang Zeit, euch anzumelden. Das heißt, ich möchte euch heute in diesem Video alles über dieses Programm erzählen, für wen das genau das Richtige ist und für wen vielleicht nicht. Euch erzählen, warum es euch so gut tun kann und warum ich einfach so begeistert bin. Durch meine eigenen Erfahrungen und durch all die Jahre der YouTube-Videos, die ich hier schon mache im Kreativbereich, mit dem Austausch mit der ganzen Community, habe ich immer wieder gemerkt, wie begeistert Leute sein können, wie sehr Leute es lieben können, kreative Sachen zu sehen und diesen Drang zu haben, oh, das mal will ich auch machen, das würde ich gerne nachmachen, das inspiriert mich zu der und der Sache. Wie schön das auf der einen Seite sein kann, aber wie schwer es auf der anderen Seite auch ist, dann wirklich in die Umsetzung zu kommen. Vielleicht kennst du diesen Gedanken, dass du ein schönes Bild siehst und denkst, oh, das sieht ja auch gar nicht so schwer aus und das würde ich gerne mal machen. Das mache ich irgendwann mal. Und dann vergehen die Tage, die Wochen und man kommt einfach nicht dazu, weil es einfach immer hinten überfällt. Aber warum ist das jetzt überhaupt ein wirkliches Problem? Ich habe mich die letzten Wochen, die Monate wirklich viel damit beschäftigt, was kreative Tätigkeiten eigentlich in einem auslösen können. Was es für einen persönlich bringen kann, sich Zeit zu nehmen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, sich hinzusetzen, sein Skizzenbuch rauszuholen und einfach mal loszuzeichnen oder eine Collage zu kleben oder die und die Sachen einfach mal zu machen, wie bereichernd das einfach sein kann für den Alltag. Das hat viel mit Stressreduktion zu tun, mit einem richtigen Ausgleich zu den Sachen, die ihr sonst im Alltag macht. Und gerade jetzt hier im Herbst ist es einfach die perfekte Gelegenheit, sich wirklich regelmäßig hinzusetzen und solche kreativen Auszeiten Teil des Alltags zu werden. Dass ihr euch immer wieder Zeit für euch nehmt, für eure Kreativität. Und genau deswegen habe ich dieses Programm entwickelt. Und in diesen 4 Wochen nehme ich euch mit und gebe euch alles an die Hand, was ihr braucht, um diese kreativen Auszeiten in euren Alltag zu integrieren. Ihr bekommt ganz, ganz, ganz viel Motivation und ganz viel konkrete Techniken. Das heißt, es gibt Input-Videos, ganz viele Videos, die euch Hintergrundinformationen geben zum Thema Stress, Stressreduktion, zum Thema Perfektionismus, zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Journaling. Ganz viele unterschiedliche Themen, die wir behandeln werden, die euch die nötigen Hintergrundinfos geben, um am Ball zu bleiben, um euch selbst zu motivieren, um euch klarzumachen, was euch das Ganze eigentlich bringt. Und dazu gibt es ganz, ganz viele Videos zu unterschiedlichen Themen, wie ihr kreativ werden könnt. Zeichenideen, Maltutorials, Schreibtutorials, ganz viele unterschiedliche Ideen und Übungen. Und das alles wird gebündelt in eurem Kreativbuch. In diesem Kurs wollen wir ein Buch füllen, ein Skizzenbuch füllen, was zu eurem ganz, ganz, ganz individuellen, persönlichen Ort der Kreativität wird. Ein Ort, wo nicht bewertet wird. Ein Ort, wo es nur darum geht, für euch persönlich kreativ zu sein und euch selbst was Gutes zu tun. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch noch weitere Infos zum Nachlesen, Sachen zum Downloaden als Vorlage. Es gibt Hilfe beim Thema Zeitmanagement, wie ihr diese Kreativzeiten einfach in euren Alltag integrieren könnt. Es gibt eine Facebook-Gruppe, in der ihr euch austauschen könnt, in der ihr eure Ergebnisse zeigen könnt, wenn ihr das möchtet. Es gibt Informationen zum Thema Material, was ihr wirklich braucht, was ihr nicht braucht. Und das heißt, ihr merkt, es ist ein richtiges Wochenprogramm. Das heißt, diese 4 Wochen werde ich euch wirklich an die Hand nehmen und euch da durchführen und wir schaffen es gemeinsam, eure kreative Auszeit in euren ganz persönlichen Alltag zu integrieren. Das läuft dann so ab, dass ihr Woche für Woche immer weitere Videos auch freigeschaltet bekommt, dass wir das Ganze quasi gemeinsam an einem Stück durchgehen. Das Ganze
beginnt am 4. November. Da werden die ersten Videos freigeschaltet und diese 4 Wochen laufen dann bis zum 1. Dezember. Das heißt, das ist so diese Kernzeit. Ihr könnt aber auch noch bis Ende des Jahres auf die Videos zugreifen. Das heißt, natürlich ist es schön, wenn ihr direkt immer auch die Sachen mitmachen könnt und euch dann direkt Zeit nehmt. Dafür werden wir ja auch sorgen, dass ihr euch die Zeit nehmen könnt und euch das priorisiert. Aber falls irgendwas dazwischen kommt und ihr weniger Zeit habt, als ihr dachtet, könnt ihr all die Sachen natürlich auch bis Ende des Jahres noch weiter nutzen und auch im Dezember noch kreativ werden. Generell ist das Programm auch so gedacht, dass wir in diesen 4 Wochen im Prinzip das Fundament bauen, dass ihr einfach Zeit für euch selbst, kreative Auszeiten für euch auch langfristig in euren Alltag integrieren könnt. Das heißt, es ist nicht nur eine schöne Zeit von 4 Wochen, sondern es ist etwas, um langfristig auch wirklich einen Unterschied zu machen. Aber für wen passt denn dieses Programm und für wen passt es nicht? Ich wollte das super gerne mit ansprechen, weil ich es irgendwie wichtig finde, dass auch nur die Leute den Kurs machen, für die das wirklich was ist und für Leute, für die das einfach nicht das Richtige ist, dass die sich jetzt nicht verleitet fühlen, den Kurs zu kaufen, sondern dass auch wirklich alle das Richtige für sich finden. Deswegen, es gibt im Prinzip 2, für die der Kurs nicht das Richtige ist. Das sind zum einen die sehr erfahrenen Künstler, die Leute, deren Leben aus Kreativität besteht, die dauernd Sachen malen, die sich schon ein eigenes Atelier eingerichtet haben und denen es überhaupt nicht schwerfällt, anzufangen und kreativ zu werden. Die mit diesem Gedankengang, dass man irgendwie was sieht, was schön findet, aber letztendlich nicht dazu kommt, es auch umzusetzen, die mit diesem Gedankengang gar nichts anfangen können und ihr Alltag so viel kreative Hobbys umfasst, dass sie diesen Kurs einfach letztendlich nicht brauchen. Auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht noch die Leute, die ab und zu mal hier auf meinem Kanal zum Beispiel vorbeischauen, weil sie es ganz nett finden, wenn sie anderen Leuten dabei zusehen können, wie die kreativ werden, die aber nie überhaupt den Gedanken gefasst haben, mal selber den Stift in die Hand zu nehmen und selber mal den alten Pinsel rauszukramen. Für die ist einfach absolut nicht erstrebenswert ist, sowas auch in den Alltag zu integrieren. Das heißt, wenn es sich für dich gar nicht richtig gut anhört, kreative Auszeiten gemütlich jetzt im Herbst in deinen Alltag zu integrieren und du auch nicht bereit bist, dafür in dich zu investieren, dann ist es auch nicht das Richtige für dich. Der Kurs ist also genau für die gedacht, die gerade jetzt zum Herbst Lust haben, endlich kreative Sessions zu integrieren, dass du dir einfach immer wieder Zeit nimmst für dich, ganz persönliche Zeit für dich, für deine Kreativität, um unterschiedliche Techniken auszuprobieren, Neues zu lernen, mit Farben herum zu experimentieren oder mal einen Text zu schreiben, die offen sind, einfach da ganz viele unterschiedliche Sachen mal auszuprobieren, sich inspirieren zu lassen. Wenn das für dich gut klingt, dann ist es genau das Richtige für dich. Auf meiner Website findet ihr nochmal alle Infos übersichtlich zusammengestellt. Das heißt, wenn ihr noch irgendwelche offenen Fragen habt, schaut unbedingt auf der Website vorbei. Da habe ich es wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher beschrieben als jetzt hier im Video. Und ansonsten, falls dann immer noch Fragen offen sind, dann schreibt super gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an kontakt@kreativgefühl.de, da erreicht ihr mich dann auch. Und wie gesagt, ihr habt 1 Woche Zeit, euch anzumelden. Das heißt, die Anmeldung wird am 3. November schließen. Dann ist sie auch wirklich geschlossen und es gibt keine weitere Möglichkeit mehr mitzumachen. Ob es das ganze Programm danach nochmal geben wird, kann ich zu dieser Stelle wirklich noch nicht versprechen. Das ist ja auch einfach der allererste Durchlauf, den ich mit euch machen werde. Und das heißt, wenn es euch interessiert, dann ist jetzt der absolut richtige Zeitpunkt, es mitzumachen. Jetzt im Herbst ist einfach die perfekte Zeit. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, es dann jetzt mitzumachen und nicht drauf zu warten, falls es das irgendwann vielleicht nochmal geben wird. Ich freue mich unglaublich auf euer Feedback. Ich freue mich unglaublich auf diese 4 Wochen. Ich habe so viel Zeit und Liebe und Arbeit da reingesteckt und freue mich, mit euch einfach diese Zeit so zusammen zu gestalten, zusammen zu genießen, auch selber mir dann wieder mehr Zeit zu nehmen, wirklich auch kreativ zu werden, für mich kreativ zu werden. Das wird cool, ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und ja, schaut auf jeden Fall auf der Website vorbei für alle weiteren Infos
Und dann sehen wir uns wahrscheinlich auf der Website wieder. Tschüss.